Wir erklären die Aufgaben des LIDA Regionalmanagements. Das ist Paul. Er liebt die Region, für die er arbeitet und engagiert sich tatkräftig. Deshalb ist er Regionalmanager. Aber was macht Paul genau? Er unterstützt mit seinen Kollegen aus dem Regionalmanagement die Region dabei, sich eigenständig zu entwickeln. Dazu arbeitet Paul eng mit der lokalen Aktionsgruppe, den Bürgerinnen und Bürgern und den Kollegen aus dem Tourismus-, Umwelt- und Sozialbereich zusammen. Auch mit Vereinen, Ämtern, Unternehmen und regionalen Akteuren wie den Forst- und Landwirten sitzt Paul regelmäßig an einem Tisch. Zu Beginn einer Förderphase entwickeln sie Ideen für das regionale Entwicklungskonzept. Darin werden die Ziele der Region für die nächsten 7 Jahre festgehalten. Paul half schon bei der Einrichtung einer Traditionswerkstatt und dem Marketingkonzept für die Wanderwege der Region. Aber auch die Motivation der Akteure und die Vermittlung bei Interessenkonflikten gehören zu seinen Aufgaben. Aktuell hilft Paul, Produkte aus der Region unter einer Regionalmarke anzubieten. Die Marmelade von Petra, der Frau von Bauer Rainer, aus einer Traditionserdbeersorte ist schließlich unschlagbar. Bis der Aufstrich aber in den Ladenregalen der Region steht, ist es ein weiter Weg. Zuerst kümmert sich Paul um die Wertschöpfungskette. Bauer Rainer baut seine Früchte selbst an. Wer aber kann sie im großen Stil verarbeiten und abfüllen und wer vermarkten? Welcher Lebensmittelladen kooperiert beim Verkauf? Paul koordiniert Arbeitskreise und bringt die entsprechenden Personen zusammen. Außerdem schließt er sich mit der Verwaltung kurz, hilft bei der Antragstellung und hält Rücksprache mit der Bewilligungsstelle zum Thema Förderung. Kann ein Projekt nicht über LIDA gefördert werden, hat er immer noch ein Ass im Ärmel. Auch im Marketing packt das Regionalmanagement mit an. Öffentlichkeitsarbeit ist schließlich das A und O. Paul ist das Sprachrohr seiner Region und berichtet über Projekte und Erfolge. Um frische Ideen und immer eine Lösung bei Problemen parat zu haben, ist er mit anderen Regionalmanagements im Austausch und bildet sich regelmäßig bei Veranstaltungen weiter. Zum Beispiel bei denen der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume. So ein Regionalmanager ist ein Multitalent. In einem großen Netzwerk bringt er Impulse in die Region und umgekehrt. Paul sucht nach Potenzialen und hilft, diese zu entwickeln. Er und seine Kollegen begleiten die Prozesse, evaluieren sie und stehen den Akteuren zur Seite. Das finden auch die Bürgerinnen und Bürger toll. So identifizieren sie sich mehr mit ihrer Region. Mit einem Regionalmanager wie Paul ist die Traditionsmarmelade schnell in aller Munde. Und nicht nur das, schon hält Paul nach der nächsten Möglichkeit zur Entwicklung der Region Ausschau. So lässt sich was bewegen. Mehr Informationen zum LIDA Regionalmanagement finden Sie auf unserer Homepage.